So, wir machen weiter bei Let's Play Dragon Age 2. Und ja, ich habe mich ein bisschen informiert, ein bisschen schlau gemacht. Hab auch, ja, wie soll man sagen, ich kann euch das ja jetzt mal erzählen, das ist eine ganz lustige Geschichte. Ich habe Dragon Age 2 nochmal neu angefangen, also was heißt nochmal neu angefangen? Ich spiele es jetzt nochmal privat, ohne Let's Play halt, und wir müssen in die, wir müssen mal nach, wie heißt das, wohin? Gamlins Haus, genau, da müssen wir zuerst mal hin. Und ja, ich habe mich schlau gemacht und ich habe es als Krieger angefangen und es ist total einfach. Ihr glaubt mir das jetzt wahrscheinlich nicht, aber ich habe normal gespielt. Das ging ganz locker. Dann habe ich auf schwer gespielt. Das ging auch ganz locker. Und ja gut, jetzt im späteren Spielverlauf, also mein Krieger ist auch schon Stufe 7, ich spiele da komplett böse. Also ich gebe nur die, ich gebe da wirklich nur freche Antworten ab und... ja, das ist aber richtig nice. Und was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe das Gefühl, wenn man böse spielt, dann bekommt man mehr Erfahrungspunkte. Ist natürlich, glaube ich, vollkommener Quatsch, das stimmt natürlich nicht, aber naja, mir kam es halt irgendwie so vor. So, und eben waren wir ja in Oberstadt, das ist jetzt auch ziemlich richtig, ich suche hier nur gerade mal was. Das war hier nämlich in Oberstadt. Moment, das war hier und jetzt müsste das hier rechts gewesen sein. Denn, zuerst suche ich mal einen Laden und ich schaue, was ich für eine Rüstung anhab. 54 Rüstung, ja, das kann ich in die Tonne treten, die Rüstung. Die ist viel zu schlecht. Wenn wir in die tiefen Wege wollen, da brauchen wir was, also echt. Kirchenhof, ich glaube, hier bin ich schon mal nicht richtig. Hey, mit dir kann ich reden? Hallo. Auch wenn das Land unter Tausenden von Fehltritten leidet, entgeht dem Erbauer nicht die geringste Tat. Ihr merkt schon, ich habe jetzt die Untertitel an, sodass ihr auch nochmal lesen könnt, was die da alle sagen, falls das ein bisschen schwer verständlich ist. Moment, was wollen wir denn in der Kirche? Wir können sogar in die Kirche reingehen, das ist natürlich auch was Witziges hier. Können wir ja mal machen und mal schauen, was uns das jetzt hier bringt. Wenn wir jetzt hier reingehen. Yo. Sollen wir uns hinsetzen und beten, oder die was? Diese Kinder, die armen Waisen aus Ferelden sind einfach fortgelaufen. Ich schau einfach mal, was wir hier so haben in der Kirche. Gut, hier können wir schon mal nichts mitnehmen. Hier können wir auch nicht lang. Die Kirche ist doch voll unnütz gerade, oder? Die Kirche ist doch... ein bisschen unnütz. Ja, wir können hier nur rumlaufen, aber... im Endeffekt... bringt uns das nichts, oder wie? Sind hier nicht irgendwo Items oder Truhen oder Kisten? Wie hätte ich wissen sollen, dass sie eine Dame von zweifelhaftem Ruf war? Diese Augen. Sag mal. Das ist auch jetzt wohl ein Scherz. Wozu können wir denn überhaupt noch in die Kirche rein? Ah, das ist mir ein bisschen zu viel Open World hier gerade. Wir gehen mal wieder raus. Und ich suche jetzt erstmal die ganze Zeit einen Laden. Wow, hier können wir auch noch lang. Aha. Aber hier ist auch kein... Ah! Nein, komme ich nicht durch. Oh Mann, ich wollte auf den Kirchturm und mal die Glocken läuten lassen hier. Ja, aber hier gibt es wohl keine Items. Gut, die Kirche ist also so richtig unnütz. Und wir reisen erstmal zu... Ah, Fenris Anwesen. Da war ich noch gar nicht da. Also es hat jetzt auch nicht so viel mit dem... Wie heißt es zu tun? Mit der... wie soll man sagen, jetzt für die tiefe Expedition Aufträge, aber das hier ist Fenris Anwesen. Ach so, ich dachte, das war die Kirche. Hä? Voll verwirrend. Gut, aber dann braucht... Wow, ich habe hier noch ein Ziel. Warte, Moment. Wieso habe ich hier noch ein Ziel? Fenris, ich soll mich mit Fenris unterhalten. Ja, Fenris, wie auch immer man es ausspricht. Gut, unterhalten wir uns mal mit dem Typ. Wo ist denn der? Da bist du. Hallo Fenris. Agregio Pavani. Im Keller sind 6 Flaschen davon. Ich musste ihn immer Daenerys Gästen ausschenken. Er sagte, mein Aussehen mache ihnen Angst. Und das hat er genossen. Ihr wart also sowohl sein Diener als auch sein Leibwächter? Ich war sein Sklave. Wenn ihm danach war, habe ich auch sein Mobiliar aufpoliert. Moment, das war... hatte jetzt nicht gerade das zu bedeuten, was ich denke, oder? Oh Gott. Ein Glück, dass ich mich noch immer an den kleinen Dingen erfreuen kann. Ja, es muss schwer gewesen sein. Ihr hattet kein einfaches Leben.
Ich möchte lieber nicht weiter darüber sprechen. Gut. Seid ihr euch sicher? Ich wäre bereit, euch zuzuhören. Meinem Gejammer? Wie selbstlos von euch. Ich wollte meine Vergangenheit hinter mir lassen, aber sie holt mich immer wieder ein. Sagt, wolltet ihr niemals nach Ferelden zurückkehren? Ach, ja, wie soll man sagen? Mein Zuhause ist jetzt hier. Ich habe hier ein neues Leben angefangen. Und das ist alles? So leicht könnt ihr es hinter euch lassen? Ich habe meinen Bruder an die Verderbnis verloren. Und jetzt ist er für euch nicht mehr von Bedeutung? Bitte verzeiht. Es ist natürlich euer Leben, aber es klingt einfach so vertraut. Wenn ihr ein neues Leben anfangen wollt, könntet ihr auch einfach hier bleiben. Ich könnte mir vorstellen zu bleiben. Aus den richtigen Gründen. Ich möchte euch noch einmal danken, dass ihr mir gegen die Jäger geholfen habt. Kein Ding. Hätte ich gewusst, dass Anzo einen derart fähigen Mann findet, hätte ich ihn vielleicht früher gebeten, sich umzusehen. Oh, warum ist Dragon Age nur... Warum? Ich will... Bah. Sag mal, die gehen von Dragon Age aus, dass man... Sag mal... Okay, Leute, wollen wir mal ein bisschen schwul sein? Ah, oh, ihr Schmeichler. Ah, oh, ihr macht mir so schöne Komplimente. Vielleicht sollte ich Enzo ja danken. Ach du Scheiße. Ja, vielleicht solltet ihr das. Boah, Gänsehaut. Vielleicht sollte ich mir vor eurem nächsten Besuch ein paar Komplimente überlegen. Ja. Das könnte gewiss nicht schaden. Boah, Mann. Fenris Rekrut. Quest absolviert. Warum? Bitte, warum? Wieso können wir sowas nicht mehr mit einer Frau machen? Wieso können wir nicht mal einer Frau irgendwie sagen, dass sie eine wohlgeformte Brust hat oder dass, was weiß ich, dass die uns ganz toll gefällt. Aber doch nicht... Gänsehaut. Boah. Nee. Das, ich mag das nicht. Ich hätte jetzt auch sagen können, ne, wir sind nicht interessiert, aber ja, ich wollte ja nett bleiben. So, und was ich jetzt immer noch suche, also, wie gesagt, wir dümpeln jetzt praktisch nur ein bisschen rum, auch noch in den nächsten Parts, also verzeiht mir das mal. Boah, und ich muss erstmal wissen, haben wir hier irgendwas auf der Karte? Gefährtenbasis, Plotgeber. Wofür sind denn die X? Kartennadel. Rotlichtviertel. Ah, gut, Oberstadt Anwesen. Der Weg des Vicomte. Wir müssen ja wahrscheinlich dahin. Das heißt, wir müssen jetzt hier lang und jetzt wieder da hoch. Okay. Also ich suche ein paar ganz bestimmte Läden. Ich will mir noch ein paar ganz bestimmte Sachen kaufen, bevor das hier richtig losgeht. Und ja, das versteht das bitte. Es kann jetzt auch ein bisschen dauern, bis ich das alles gefunden habe. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid und, naja, mir ein bisschen zuguckt, wie ich das hier mache. Das wäre schon was Feines. Ich weiß, dass Dragon Age 2 jetzt nicht so ein hammertolles Projekt ist. Also, mir macht es natürlich Spaß, aber ich habe schon von einigen gehört, dass es zum Zugucken ein bisschen langweilig ist. Naja, egal. Ich spiele so, wie ich Lust habe und die Spiele, worauf ich auch Lust habe. So, jetzt weiß ich nicht, bin ich hier richtig? Hier haben wir Warte, hier haben wir Klingen. Ich habe doch den Aderlasser. Was haben wir denn hier? Und die sind für Bethany, ne? Genau. Was hat Bethany eigentlich ausgerüstet? Schneide des ruhmreichen Liedes. Ja, das ist doch kacke. 16 Schaden. Aber die Bonis sind ganz gut. Ich habe auch überlegt, ob ich... Nee, ich kann jetzt nicht auf eine... Wie heißt das? Hochwertiger Zwergendolch. Ich kann jetzt nicht auf eine 2... auf... eine zweihändige Waffe wechseln, das wäre ein bisschen, ne. So, ausgerüstet habe ich Schneide des ruhmreichen Liedes, 13 Schaden. Oh, was war das denn? Tut mir leid, das war nicht beabsichtigt. 13 Schaden, körperlich 24 pro Sekunde, Streitkolben, 13 Schaden, 24 pro Sekunde. Ah, hier haben wir ein... Was? Markham Kopfstopper, 66 Rüstung, Angriff und 7 Rüstung. Das ist doch besser als die Gesundheit, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall... Das nehmen wir mal mit. Ich bin mir sicher, dass dieses Schild auf jeden Fall... Wir schauen uns da unten mal die Veränderung an. Das ist besser. Das ist auf jeden Fall besser. Und ich will jetzt erstmal... Plunder. Hallo? Haben wir keinen Plunder dabei?
Gut, das ist gut, das ist sehr gut. Oha, ich habe hier so viele Sachen, aber ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Also, Dolch kann ich ja wohl mal verkaufen. Schwarm? Moment, Schwarm war doch dieser Kurzbogen. Den wollte ich doch, nee, wen kann ich den denn geben? Voraussetzung, Bogenschießen. 70 Schaden. 63 Angriff Natur. Ey, das wäre was für Varric. Moment, was zum... Bianca, Armbrust, Riesenlebensbaum, 53 Schaden, verbessert bei Stufenaufstieg. Ja, seine komische hier, Bianca ist schon ziemlich krass, schon ziemlich gut. Und ich schau mal, ob dieses Schild hier jetzt... Ja, das ist richtig. So, hier wollte ich einmal hin, aber nur mal zum Gucken. So, hier gibt's Runen. Und... ich will aber noch woanders hin. Das ist nicht hier, das ist woanders. Warte, ich schau mal kurz, also wartet mal, Leute, ich schau kurz, ob das hier drüben ist. Denn da sollte ich, wow, da sollte ich noch mal hin. Nee, das ist ja hier, Händlergilde. Boah, wo war denn das? Ich wollte da irgendwo, ich wollte hier irgendwo hin. Der Weg ist, wie kommt der? Gut, das heißt, ich muss andersrum denken. Hier ist der Markt. Kling, Kling. Olafs Waffenkammer. Moment, Leute. Wir gehen nochmal zurück. Und schauen, was wir da so Feines übersehen haben. Was für eine Olafs Waffenkammer. Ist es hier? Nein. Hier gibt's Roben. Gut, Roben sind schon mal... Ach du Scheiße. Evans Kapuze. Hochwertige Handschuhe. Ich habe nicht mehr so viel Geld. Das ist es. Stiefel des Ältesten. Ich habe... Sonnenstiefel ausgerüstet, sind jetzt nicht ganz so gut. Und ich kann keine von diesen Roben hier tragen. Gut, ich schau mal, was ich hier jetzt übersehen habe. Olafs Waffenkammer. So, was haben wir denn hier so? Ach du, Kampfpanzer der Marschen, hochwertiger Zwergenlederhelm. Was ist hier denn jetzt los? 8 Rüstung, also 89 Rüstung, 19 Heilung für diesen Charakter und nur für mich geeignet. So, Helm des letzten Abstieges. Ich sollte mal ein bisschen was verkaufen hier. Boah, ich komme gerade gar nicht auf das Spiel klar. Handschuhe habe ich, grobe Lederhandwinkel, 12 Rüstung. Gut. Aber nur weil ich die anderen auch noch gar nicht tragen kann. Oh, was habe ich denn hier für Attribute? Ja, ich habe auf Stärke geskillt. Was jetzt nicht so gut war. Eigentlich hätte ich nur Geschicklichkeit, Klugheit und Konstitution gebrauchen können. Hubert! Ich habe die Arbeiter überredet, wieder an die Arbeit zu gehen. Großartig! Ich wusste, ihr würdet mit diesen Faulpelzen fertig werden. Ja, und jetzt? Toll, das war's. Aber wieso finde ich das nicht? Das war hier doch irgendwo. In Dunkelstadt war es nicht. Unterstadt war das auch nicht. Das war schon hier in Oberstadt, aber... Moment. Wartet mal kurz. Ich müsste doch hier auf der Karte... eigentlich... Roben... Fenris Anwesen, Oberstadt Anwesen... Ah, nein! Hier muss ich hin! Der Weg des, wie kommt der? Ah, doch, doch, doch. Ich bin so schlau. Ich muss kurz davor hin. Da war das nämlich. Oh, ich bin so ein Held. Da habe ich das nämlich gesehen. Ich habe ja auch nochmal, ja, ich habe nochmal so ein bisschen geguckt. Und, ich suche eigentlich, ich kann euch das jetzt auch mal verraten. Ich habe euch das ja die ganze Zeit jetzt nicht gesagt. Warte, das hier ist schon der Weg des, wie kommt der, ne? Hä, da müsste das... Da ist es doch... Moment. Hier müsste... Trust.